Sport mag er nicht, seit den Fußball auf TV. Musik verabscheut und nennt, beim Fernsehen kann man sich auch sehr gut bilden. Diese Bildung hat es ihm anscheinend dermaßen angetan, dass er jeden Abend dazu nutzt, am Wochenende die Kiste schon nachmittags in Schwung bringt. Die gemeinsamen Gespräche, die Maria so braucht, kann sie mit sich selbst in der Küche führen. Die Qualität hat sich allerdings verringert. Auf welches Reindl, Kasserole, welche Kasserole nehme ich für das Kraut? Hoffentlich geht der Blumenkohl in den hohen Topf aus und der Herd gehört auch wieder mal gründlich geputzt. Ja, und was die Gepflegtheit betrifft, hapert es auch ein bisschen. Wenn sie nicht ausgehen, erspart er sich das Rasieren, sitzt im Trainingsanzug im Wohnzimmer, liest seine Zeitung und frischt sein Gehirn mit Kreuzworträtseln und zu Doku auf. Manchmal weiß Maria, dass sie jetzt einen Partner hat. Wenn er in die Küche ruft, sagt Mausi, schreibt man Moschee mit O oder mit U? Das Bett ist längst kein aufregendes Thema mehr. Der Mann ist 60 und versprach mehr, als er zu halten im Stande war. Im Stande. Das bringt ein bedauerndes Lächeln in Marias Gesicht. Aber ehrlich, das ist er. Das kann sie nicht bestreiten. Wenn sie morgens mit Knittergesicht aus dem Bett robbt, dann sagt er frisch und ehrlich, na, bist auch nicht mehr die Jüngste. Ich kann zwar noch ein heiseres Lachen haben, das in dem Morgenlicht röchelnd Husten übergeht, aber Maria hat schon begriffen, aber ich bin nicht mehr allein, denkt sie sich. Und dafür nimmt sie das alles in Kauf. Und wie geht's Singles? Damit sie nicht allein zu Hause herumkugeln, suchen sie sich neue Freunde, gehen ins Fitnesscenter oder mit Bekannten wandern, sie interessieren sich für Kurse auf der Volkshochschule, widmen sich ihrem Hobby, die Frauen kochen nicht regelmäßig, weil sie selbst entscheiden können, wo und wann und wie sie essen, sie brauchen auf keine Skirennen und Fußballveranstaltungen Rücksicht nehmen, können sich ihren Lieblingsfilm ansehen. Sie können früh oder spät ins Bett gehen, keiner wird es stören. Sie brauchen nicht morgens ins Bad eilen, um hübsch auszusehen, wenn er aufsteht. Sie können bei ihren Freundinnen übernachten, ohne dass sie ihm das vorsichtig verklickern müssen. Wenn eine Veranstaltung nur länger dauert, können sie gelassen bleiben, denn es wartet ja niemand zu Hause. Einzig und allein die Sehnsucht bleibt bestehen nach einer Zweisamkeit in Harmonie und Glückseligkeit. Wobei wir schlussendlich wieder bei Punkt 1 hier oben angelangt sind.